Herzlich willkommen zurück bei Watch Dogs und heute geht es mal weiter mit der Story. Und direkt klingelt unser Telefon. Ich hab, was ich brauche. Wir sind soweit. Du gehst also wirklich zu Ray Kenny? Unglaublich, dass wir ihn gefunden haben. Haben wir leider nicht. Sind aber nah dran. Vielleicht hilft er uns ja auch gar nicht. Wenn er diese Daten entschlüsselt, gibt er seine Tarnung auf. Der Typ war ein Whistleblower. Sagtest du nicht, es gäbe Material über Blumen? Es gibt Material zu allem und jedem. Ich glaube, ein radikaler Blumengegner kann da nicht widerstehen. Wenn du Ray findest, was kannst du ihm anbieten? Wir wissen, was passiert, wenn wir graben. Wenn er uns bei der Entschlüsselung hilft, ist er enttarnt. Ich finde, was es gibt. Ein Grund für sein Abtauchen. Ja. Er legte sich mit Blumen an, hat alles veröffentlicht. Damit kann ich arbeiten. Willst du ihm etwa drohen? Nein. Whistleblower wollen Gerechtigkeit. Vielleicht wartet er nur auf eine Gelegenheit und ich kann ihm eine bieten. Ja, vielleicht können wir das. Ach, das ist der doofe QR-Code, oder? Auf jeden Fall sollen wir Ray Kenny, den Hacker. Ja, das ist der blöde QR-Code, den ich einfach nicht finde. Das ist bestimmt unterirdisch oder sowas. Das Telefon wieder. Hallo, Partner. Ich habe gerade mit Nikki geredet. Freches Mädchen. Fass sie an und ich brech dir das Genick. Ihr seid wirklich Geschwister. Sie ist auch so ein Hitzkopf wie du. Warum rufst du an? Sie hat gefragt, ob du sie abholen kommst. Und ich sagte, ich frage nach. Ich habe jemanden, der die Daten entschlüsseln kann. Ich bin ganz Ohr. Er heißt Raymond Kenny, ehemaliger CTOS-Entwickler. Er ist in Pawnee. Ich fahre gerade hin. Na, das sind Neuigkeiten. Aber ich muss leider mein Veto einlegen. Welches Veto? Es ist seine Verschlüsselung. Aber Raymond Kenny ist auch ein Whistleblower. Er wird die schönen Daten nehmen und an die gottverdammte Presse weiterleiten. Und was sind Geheimnisse, die in den Nachrichten erscheinen? Wertlos. Ich warne dich. Finde einen anderen Weg. Es gibt keinen anderen. Ich soll das erledigen, also halte ich raus. Lass mich machen. Was für Nervensäge. Damien klang besorgt. Er will an das Erpressermaterial. Was spielt da für ein Spiel? Wie lautet sein Plan? Okay, das darf mich nicht ablenken. Kenny ist die Antwort. Er wird mir bei der Entschlüsselung helfen. Und ich bringe Nikki in Sicherheit. Ja, das ist unser Hauptziel. Erstmal unsere Schwester da aus der Scheiße holen. Ist das Mikro leiser als sonst? Ich glaube ja. Ja, jetzt sollte es wieder die gewohnte Lautstärke haben. So, und hier haben wir noch einen Koffer von unseren Menschenhandelskameraden. Nicht dahin. Hier vorne. Ganz unauffällig. Hacken wir uns da rein. Oh, das sieht ja easy aus. Ja. Das war echt easy. Na? Sorry, wenn ich vorhin etwas erregt war. Kann gerade nicht erklären, ich habe ein paar Probleme. Nichts Weltbewegendes. Bin bald zu Hause, fass den Koffer nicht an. Ist nur Mist von der Arbeit. Hören uns. Okay. Meinte also. Nur Mist von der Arbeit. Ey Mann, das muss doch nicht sein. Lauf, Leute. Drecksack. Arme Sau. Stich den einfach nieder hier. Abgefahrener Bullshit. Uiuiuiui. Ach Gott. So ein Auto gab es gestern auch in einem Horrorfilm. Wo wir gerade reingefahren sind. Ich hab gerade irgendwie so. Ja. Genau, also Raymond Kenny, der Typ der New York Lahm. Habe ich die Frau jetzt getroffen oder nicht? Nach vorne ist auf jeden Fall noch so ein Menschenhandelsdingel. Wenn wir schon so sprechen, sprechen wir auch für den Rest. So. Nee. Ist wieder so ein Menschenschieber. Das sollten wir auch. Seine nötigen Daten entwenden.
Sie zu sehen. Ich bin so aufgeregt, dass ich mit jemandem aus der russischen Königsfamilie esse. Dabei weiß ich überhaupt nichts über Russland. Das ist mir jetzt peinlich. Und? Bewundern Sie unsere schöne Stadt? Waren Sie schon mal hier? Wie lange wollen Sie bleiben? Oh Gott, ich schwatze Sie voll. Tut mir leid, dass ich Sie warten lasse. Aber der Verkehr ist furchtbar. Trinken Sie was, Mr. Schenko. Ich bin bald da. Der Koch im Country Club ist hervorragend. Der war sogar schon mal im Fernsehen. Suchen Sie sich schon mal was aus. Sehr einseitiges Gespräch. Aktentasche lokalisiert. Machen wir mal kurz einen Wegpunkt hin, um zu sehen, wo sie ist. Sie ist ganz weit weg. Dann fahren wir da irgendwann anders hin. Fahren wir hier oben um? Dann können wir den hier noch anquatschen. Ach, das sieht so aus, als ob das hier kaputt wäre. Okay, dann doch nicht. Dann direkt hier hin. So, zurück zum Töff-Töff-Fahrzeug. Auto! Auto kommen! Auto fahren! Bremsspeech! Entschuldigung! Passt doch selber auf! Ihr seht doch, dass ich hier lang fahre. So. Hopp, hopp! Na, über die Hügel schaffen wir es wahrscheinlich nicht mit dem Fahrzeug hier. Bleiben wir schon über irgendeinen kleinen Hügel hängen. Und mit unseren Reifen nicht mehr auf dem Fußboden oder so ein Spaß. Irgendwie ist meine Stimme heute ein bisschen angenagelt. Aber ich versuche das schon mit den richtigen Getränken zu reparieren. Ich hoffe, das funktioniert. CityOS Mobile Herausforderung. Nee. Ist mir gerade nicht so. Ah, komm. Ganz schön quietschende Reifen der Karre. Boom. Boom, Chakalaka. Da will ich lang. Ich habe so ein bisschen wie ein Panzer drauf gerade mit der. Boah, was stehen hier alles an Autos rum? Kein Parkplatz mehr gefunden oder was? Da drüben auf der Insel soll er sein. Oh, hier ist so eine Horrorfilmbrücke. Ja, da müssen wir offensichtlich hin. Parken wir mal hier unser sportliches Gefährt. Und laufen ins Wasser. Ich brauche Netzwerkzugang. Ich hacke das Pony-Kontrollzentrum. Dann kann's losgehen. Na, das ist hier auf der Insel. Und ich schieße hier gleich keiner. Gut. Erstmal ein CityOS-Scan. Oh Gott, ist hier viel los. Eieieiei. Fuck, nein! Meine Ladung geht gleich hoch. Überprüft eure Auto. Ja, hättest mal ein Stück weiter werfen sollen. Backups Goblin mit Schalldämpfer. Durch das Holz kommen wir nicht durch. Ist wohl sehr massives Holz. Wir müssen ihn finden. Keine Kameras hier, oder? Ah, da haben wir die Zugangscodes. Zum Glück haben wir auch noch das Handy eines Toten hacken. Oh
Rums die Bums. Hier ist nichts, ich guck da drüben. Verdammt, nein! Aha. So, schön sachte vorgehen. Wo müssen wir jetzt hin? Ja, nach da oben. Genau in die andere Richtung wieder. Judo-Experte! Hojoch! Ja, den haben wir seine Kommunikation gestört. Den auch. Er ist nicht nur verletzt, mein Freund. Die Knarre ist total super. Nein, 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 nein. Nein, nicht die Kamera. So. Mann, oh Mann. Das ging ja gerade nochmal gut. Hacken wir uns einfach in seine Kamera rein, während er auf uns schießt. Oh, guck mal, jetzt können wir uns selbst beobachten, wie wir erschossen werden. Nein, nicht cool. Herstellungskomponente für einmal Hacks. Jetzt meins. Wenn nicht eine Sehenswürdigkeit irgendwie? Na, können wir uns aber irgendwie nicht reinhängen. Egal. Holen wir uns erstmal da hinten den Zugang in das Netzwerk hier von der Ecke. Oh, ich mag das Gewehr so sehr. Und das ist auch noch so schön. Okay, so. Den haben wir. So. Den nochmal nach da. Oder so. So. Uhu, wieder ein paar private Daten gucken. Na, was gibt's denn hier Feines? Der Extender ist auch schön, dass da drin in seinen Daten steht, dass er noch Jungfrau ist. Respekt, Mann. Respekt. Oh, es gibt Sachen, die will man gar nicht sehen. Na und hier Feines. Unsere neue Verjüngungsformel. Sie sehen jünger aus, fühlen sich jünger und benehmen sich vielleicht sogar jünger. Eines ist sicher, Sie werden uns danken. Überall erhältlich. Hey, warten Sie nicht länger. Holen Sie sich noch heute Ihre Schussimpfung. Okay. Da konnte ich gar nicht so richtig wahrnehmen, was die da getan haben. Na? Die schmuddelige Ecke, was gibt's denn da? Hey Baby, was soll ich für dich tun? Ich schätze, irgendwas Geiles. Oh, so einer bist du. Gefällt dir das? Ja, genau so. Wie wär's mit einer Privatsession? Oh, was würdest du dann tun? Probier's aus, dann weißt du es. Oh, Courtney? Courtney, bist du das? Oh, fuck! Oh Gott. Wie peinlich. War das jetzt der Daddy? Von der Courtney? Oh, Junge. Phone. Incoming call. Das sieht sogar die Nummer, die anruft. Unglaublich. Was macht der da?
Das verstand ich nicht. Das ist mir ein Rätsel, was da gerade passiert ist, und das ist dann schon der letzte Punkt. Citizen OS. Und die Abtreibung tut mir leid. Oh yeah, you. Oh yeah. Und jetzt geht's ab. Ich find's so genial. Ich werde eine Legende. Let's roll. Bitches. Online, safe data. Hey, ihr da draußen im Internet. Hallo, du einer da in deiner Wohnung mit deiner scheiß Gitarre. Konntest nicht mal richtig singen. Und spielst dir um den Lingehorn? Frag mich nicht. Neue Lichterchen auf der Karte. Sehr schön. Ich trinke zum Wohl aller Daten der Welt. Okay, so viel dazu. Ja, da vorne ist ja unser Freund. Boom. Nun zurück zu dir, Kenny. Könntest du die Knarre mal wegtun? Danke. So, irgendwo ist hier Sehenswürdigkeitenpunkt. Ja, ist auch schön hier so, dieser funkelnde, spritzende... Kein O-Beef in diesem Ort. Aber ist das doch voll schön hier. Ja, man kommt hier aber so schlecht hin. Aber ist voll schön hier. Der Tote ist hier, die Gegend. Oh, Junge. Patsch. Jawohl, das will ich auch machen. Nächstes Mal beim Schwimmen. Packe ich mein Handy aus und versuche damit irgendwas zu tun, während ich schwimme. Mann, Fick, wen hältst du dich eigentlich? Böser Mann. Ah, jetzt fahren auf einmal Boote lang, genau. Aber wenn ich eins haben hätte wollen würde, dann nicht. Puh. Haben wir halt ein bisschen Motorrad. Aber erstmal schauen wir so, was es hier in der Gegend noch so gibt. Das ist ein Hütchenspiel. Oh Gott, hier gibt es auch wieder ganz viele Sehenswürdigkeiten. Was haben wir hier oben so? Komponenten. Noch mehr Komponenten. Digitale Trips. Ein Trinkspiel. Oh, und ein Verbrecherkonvoi. Aber erstmal untersuchen wir hier die Aktenkoffergeschichte. Oh, hier vorne ist eine Sehenswürdigkeit. Im Ernst, die Brücke? Ja, die Horrorfilmbrücke. Danke, dass Sie anhalten, Madame. Sehr zuvorkommend. Rum, Rennli, wir fahren wie beschränkt mit unserem Motorrad hier durch die Gegend. Ich glaube, ich muss den Motorradführerschein auch nochmal machen. Irgendwann mal, wenn Zeit und Geld da ist. So, Verbrecherkonvoi hätten wir hier. Trinkspiel hätten wir da links. Aber erstmal holen wir uns den Koffer. Links. Rechts meine ich. Links waren die digitalen Dribble. Gott, was ist das denn hier für ein Dorf? Wahrscheinlich läuft uns hier gleich noch Trevor irgendwo über den Weg. Haben wir gerade unser Motorrad in einem Grab geparkt. Uncool. Als sie gestorben ist, habe ich die Richtung verloren. Ich vermisse dich, Sarah. Ich habe versucht, das Loch, das du in mir hinterlassen hast, auf furchtbare Art und Weise zu füllen.
Fehler, Übertragungsfehler.